Mir hat der Chat über Wochen hinweg vorgeschlagen, ich soll mal auf einen YouTuber namens Plankton reagieren. Yeah, baby! Ich habe noch nie gehört von ihm, aber jetzt, wo ich das Profilbild sehe, ich glaube, ich habe den mal bei YouTube Shorts ab und zu gesehen. Okay, ja, das Gesicht kenne ich. Okay, das kommt mir bekannt vor, aber ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was macht er denn für Videos? Sein neuestes Video heißt Hobbys. Sollen wir in Hobbys reingehen? Ja, ne? Ist arabisch und bedeutet... Ich habe keine Hobbys. Was jetzt auch gelogen wäre, ich habe Hobbys. Okay. Allerdings bräuchte ich definitiv mehr Hobbys. Früher waren es Kameras, mein Auto und TikTok. Jetzt habe ich all meine Hobbys zu meinem Beruf gemacht. Ja, ja, buhu, ich weiß. Bleiben nur noch Kameras und mein Auto, zwischen denen ich wie bekloppt hin und her switche. Mal bin ich eine Woche besessen davon, Fotos machen zu wollen oder auf eBay nach Kameras zu schmachten. Die nächste kann ich nicht aufhören, Maximiliano zu bingen, wie er mal wieder auf irgendeiner Autobahn mit seinem Kleinanzeigen CL500 Bliebhaber-Projekt liegen bleibt. Nein, kein CLA, es ist nur CL. Tatsächlich habe ich mich auch bei einer Flugschule für einen Pilotenschein beworben und habe da auch nächsten Monat mein Vorstellungsgespräch. Oh, ich habe doch gar keine Ahnung, worum es gehen soll in dem Video. Also ja, Hobbys, aber wohin führt das Video? Wir haben jetzt 40 Sekunden geguckt. Normalerweise bekommt man ja in den ersten Sekunden so einen Hook gesetzt. Man kriegt so einen ganz kleinen Vorgeschmack. Diese Frage, die du dir schon immer gestellt hast, werde ich beantworten. Aber fangen wir ganz von vorne an. Und dann wissen wir zumindest, worum es geht. Keine Ahnung, worauf dieses Video hinauslaufen wird. Aber ich feiere den Videostil tatsächlich. Ich mag wirklich diesen alles selbst gezeichnet Stil. Man sieht, dass da unglaublich viel Liebe drin steckt. Abgesehen von deinem Kamera-Hobby, kauf dir doch mal so ein richtig schönes Mikro und so Schallabdeckungen für deinen Raum, Bruder. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie finde ich, das klingt gar nicht so angenehm gerade. Versteht ihr, was ich meine? Ihr habt jetzt mein Mikro, das ganz hinten im Raum ist, gehört. Mal schauen, wie das so wird. Und warum wollen sie das hier? Bravo, Oscar Charlie Kilo. Alles klar. Nichtsdestotrotz brauche ich mehr Hobbys. Also dachte ich, vielleicht kann mir meine großartige Kommentarsektion etwas Inspiration verleihen. Irgendwo muss ich ja anfangen. Was haben wir da? Noch nie mit so viel Begeisterung 6 Minuten Werbung geschaut. Na, ich bin auch ein einziger Werbespotter, ey. Oh, was ist denn das? Danke fürs Zuschauen und Hinterlassen eines Kommentars. Sie wurden unter meinen Gewinnern ausgewählt. Kontaktieren Sie mich per Telegram, um Ihr Geschenk zu... Ein Classic-Scam. Also, ich dachte ja, dass die meisten Leute aufgeklärt sind, was solche Scams angeht, ne? Aber ich bekomme tatsächlich häufig, und das erschreckt mich, ich bekomme häufig Nachrichten mit dem Inhalt, Matti, ich bin mir nicht sicher, ob du das bist oder nicht. Was habe ich denn gewonnen? Ich habe doch bei deinem Gewinnspiel gewonnen. Keine Ahnung, was die meinen. Manche schreiben dann, ich glaube, da ist ein Bot in deiner Kommentarsektion, guck mal nach. Aber es gibt halt auch wirklich Leute, die sagen, Matti, ich habe gewonnen, was kriege ich denn jetzt? Ist weird, ist ganz weird. Zu erhalten. Okay, ich kann mich nicht erinnern, das geschrieben zu haben und zu verschenken habe ich gerade auch nichts. Ja, ein neues Video! Habe gestern erst zum 4. Mal alterne Videos neu angesehen. Diggi, was ein Einsatz! Oh, der schon wieder. Deine Ehrlichkeit ist so erfrischend. Ja, da soll jetzt hier keine 6 Minuten Selbstbeweihräucherung werden. Ihr seid... Ach, warum nicht? Würde ich mir angucken. Aber ganz kurz, wo ist eigentlich die Musik? Mir fehlt da so ein bisschen Hintergrundmusik. So. Das reicht doch schon. Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um meine Hobbys. Doch die Musik birgt auch so einige Gefahren mit sich. Und nicht immer ist alles so, wie es scheint. Der Sache gehen wir heute auf den Grund. Du verstehst seine Art nicht. Ach so. Ach so. Das Gegenargument. Du verstehst es einfach nicht. Ach so. Entschuldigung, jetzt verstehe ich. Seid alle wahnsinnig awesome. Was mich eher stört, ist dieser Vogel hier mit seinem Rumgescanne. Da hat wohl jemand ganz eindeutig absolut keine Hobbys. Und nein, das bin auch wirklich nicht ich, auch wenn das Profilbild erste Sahne ist. Okay, er hat ein Mikro. Ich sehe jetzt nicht welches. Ah, warte. Ist das von Elgato? Nee, ne? Aber Bruder, guck mal, da so eine Schallabdeckung und hier eine, ne? Vertrau mir, wirkt Wunder. Bild erster Sahne ist. Der Saftladen mit 4 Gliedmaßen hier hat so dermaßen keine Hobbys, dass er unter meinen Videos bereits 200 Mal kommentiert hat. Und das immer wieder mit derselben unkreativen Masche. Hey, ich hab ein Geschenk. Komm auf Telegram und hol es dir. Na gut, dann gib doch her. Hey, ich hab gerade gelesen, dass ich was gewonnen habe. Was habe ich denn gewonnen und wie kann ich's abholen? Als Beweis sehe ich auch aus. Okay, es wird ein Ich scamme Scammer und entlarve Scammer, rufe ihre Mama an Video. Aber getarnt unter Hobbys. Erkoren wurde, habe ich einfach einen Kommentar aus... Aber jetzt höre ich Musik. Das ist doch schon mal gut. Das Video nimmt seinen Lauf. Aber Bruder, hol dir doch einen Windows-Rechner. Aus meinen Videos leicht modifiziert, da ich mich auf Telegram als Smartpulon angemeldet habe und es ihm zugeschickt. Hallo, du bist von meinem Kanal, richtig? Ja, genau. Toll. Wie lange schaust du dir schon meinen YouTube-Upload an?
voll cool, mit dir zu schreiben. Ja, sorry, ich habe hier etwas auf die Fantube gedrückt. Super weird, wenn man es bei sich selbst macht. Schon von Anfang an eigentlich. Es ist immer eine Freude, mit einem meiner Fans zu sprechen. So ein Dreckiger, wirklich. So ein Räudiger. Total cool. Danke, dass Sie meine Abonnenten sind. Danke für deinen großartigen Content. Was bekomme ich denn jetzt? Das klingt großartig. Also sagen Sie mir, was Sie an meinen YouTube-Uploads am meisten inspiriert. Ach, was ist das jetzt hier für Smalltalk? Ey, willst du mich ins Bett kriegen oder nicht, Kollege? Ich finde es total cool, dass du in jedem Video mindestens ein Pupsgeräusch ein... baust, auch wenn das immer keiner merkt. Easter Eggs mit Plankton. Danke. Hast du jemals ein Geschenk von mir erhalten, seitdem du Oh Gott, das ist immer das Schlimmste, dass es ignoriert wird. Gefangen hast, meine Videos anzusehen? Nee, noch nicht. Ich habe noch nie ein Geschenk von einem YouTuber bekommen. Wirklich? Wie alt bist du? Warum ist das jetzt hier relevant? Ich dachte, ich bin hier einfach 11,15, weil minderjährig und eigentlich nicht in der Lage, sonderlich viel ohne die Erlaubnis meiner Eltern zu machen. Wenn Sie an ein bestimmtes Ziel denken können und glauben, dass Sie es nicht so falsch erreichen können, Sie werden es höchstwahrscheinlich erreichen. Okay. Mit wenig Verlangen würden Sie alles erreichen. Mit wenig Verlangen alles erreichen. Ja, das merke ich mir. Ich freue mich... Also das ist in Google Translator von Chinesisch auf Deutsch, von Deutsch zurück auf Chinesisch, nach Japanisch und wieder auf Deutsch übersetzen. Und dann kopieren einfügen. Ich Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr YouTube-Profil zufällig bla 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 MacBook Pro. Sagen Sie mir, wie du dich fühlst. Wie ein Haufen Koala-Kacke. Ich habe letztens beim Einpacken ein Auto geschrammt und kann meiner Schadensfreiheitsklasse jetzt schön auf Wiedersehen sagen. Das ist ja mega! Ich bekomme echt ein MacBook? Ja. Akzeptieren Sie Ihr Paket. Ja! Brauchen Sie meine Adresse oder so? Cool. Lassen Sie sich Ihre Informationen zukommen, damit wir mit der Lieferung fortfahren können. Ich kann es auch abholen kommen. Nee. Namen, Geschlecht, E-Mail-Adresse, alles recht unspannend. Ich sah dies als Gelegenheit, ihm einen IP-Grabbing-Link zuzuwerfen, um festzustellen, wo die Wurst überhaupt sitzt. Und er so... Füllen Sie dies aus. Okay, okay. Markus irgendwas? Männlich. Nochmal der IP-Grabbing-Link. Markus XOXOCO at gmail.com. Dann wollte er plötzlich ein Selfie. Vermutlich hat er ein ganzes Album mit fremden Menschen. Oh, das wird aber ganz schnell ganz weird. Wofür braucht ihr denn jetzt die Selfies? Oh Gott, verkauft der biometrische Daten ins Darknet oder was ist mit dem? Oh, da kriege ich aber ganz schnell ganz dolle Bauchschmerzen. Zählt das eigentlich als Hobby? Ich habe ihm kurzerhand über die Seite This Person Doesn't Exist ein Foto generiert von einem Menschen, der so nicht existiert. Ist auch gut zu sehen an diesem creepy Augenglitch. Meine Güte, das muss weg. Ihre Adresse wurde von der Zustellbehörde bestätigt. Komisch, weil Grabify immer noch null Hits ausspuckt. Auf den Link geklickt hast du wohl nicht. Ihr Paket wird versiegelt und ist bereit für die Lieferung. Klasse! Beachten Sie, dass Sie nur für Ihre Lieferung bezahlen. Bam, bam, bam. Und da haben wir den Scam. Und das nach so viel Vorspiel kommst du mir mit so einer langweiligen Scheiße. Also wirklich. Im Endeffekt zahlst du 50 Euro Versand für etwas, was du nie zugeschickt bekommst. Oh, Junge, so viel Arbeit für 50 Euro. Ich sag's jedes Mal. Ich sag's an der Stelle nochmal. Also an alle Scammer, Betrüger und sonstige Idioten da draußen, ne? Jetzt mal Real Talk. Wer so viel Energie in einen Scam reinsteckt, wer so viel Energie hat, Zeit hat, Ideen hat, Einfallsreichtum. Bruder, warum diese ganze Energie nicht in was Legales stecken, dann bist du am Ende auch noch nicht so dreckiger, hässlicher, den keiner mag, sondern dann bist du auch noch jemand, zu dem Menschen aufsehen können und kannst nachts schlafen, weil du weißt, dass du niemanden scamst. Die ganze Energie, die man in Scams steckt, warum nicht einfach in seine eigenen Projekte stecken? Ein schönes Unternehmen aufbauen, erste Umsätze machen, Steuern zahlen, weitere Umsätze machen, Steuern zahlen, Versicherung bezahlen, Steuern zahlen. Ich habe keine Ahnung, warum Leute scammen. Ah, okay. Ein bisschen hoch. Kommt das aus dem Ausland? Gurkistan. Ihr Paket ist teuer und wir kümmern uns gut um die Lieferung. Dem Paket liegt mein Autogramm bei. Oh, kann ich lieber eine kleine Zeichnung bekommen? Von Rewe Alex und Medizin Martin, wie sie zusammen glücklich sind, weil sie sind cool? Ja, das sind sie. Sind Sie bereit, die Zahlung für die Lieferung zu leisten? Ja, Junge. Ja, das ist okay. Das wäre mein Taschengeld von den letzten Monaten, aber das ist... Das ist immer das Mieseste. Okay. Ist kein Problem, hier sind die Zahlungsdaten. PayPal bitte. Okay, cool. Sie leisten Ihre Zahlung, indem Sie eine Steam-Karte erhalten. Ja, okay. Cool. Die dann von der Zustellbehörde aufgeladen wird. Aha. Oh, Moment. Was? Ich hab hier noch einen IP-Grabbing-Link in Form einer Steam-Karte. Willst du da vielleicht nochmal versuchen, draufzuklicken? Aha! Oh, well. Nice.
Sehr gut. Wie sad. Ich vermute mal, dass der Standort und die Timezone für London tatsächlich ein Resultat daraus sind, warum Telegram auch so beliebt bei sehr speziellen Menschengruppen ist. Ich glaube nämlich, dass Telegram bei so einer Attacke ihre eigene IP-Adresse vorschiebt und nicht die vom Scammer offenlegt. Quasi wie so eine Mini-VPN. Ja, das ist schon gut für die Anonymität und Privatsphäre. Aber für solche Fälle ist das ja gigalost. Schon ein bisschen unpraktisch. Das ist meine Vermutung. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Darf ich dich was fragen? Nein, Schnauze. Ja? Ich weiß, dass du nicht Plankton bist und ich weiß, dass du hier auch Leute reinlegst. Reinlegst? Was ist denn da passiert? Und sie scheinbar dazu bringst, dir 50 Euro zu bezahlen. Ich frag mich nur, warum? Verdienst du damit viel Geld? Was meinst du? Wie, was meine ich? Genau das, was ich da geschrieben hab, Mann! Sieht das so aus, als ob ich hier irgendwelche Spiele spiele? Ja, schon. Hättest keinen Zugang zu mir gehabt, wenn ich nicht auf deinen Kommentar auf meinen YouTube-Kanal geantwortet hätte. Das ist absolut, absolut wasserdichte Logik hier. Das ist ein Geschenk für langjährige Abonnenten. Daraufhin habe ich ihm ein Video von mir geschickt. Die große Frage ist, wie möchtest du mir von mir aus was schenken? Ich weiß nicht, in welchem Land du bist, deswegen frage ich das immer auf Englisch. Nur leider hat sich mein Mikro bei Telegram gemutet, da ich gleichzeitig auch gescreencaptured habe und beides geht scheinbar nicht. Kein Ton. Zu guter Letzt meinte ich, schon innerlich ziemlich sauer, es ist ganz einfach. Ich mache gerade ein Video über dich und ich werde in jedem meiner Videos sagen, dass ich keine Gewinnspiele mache. Ja, ist auch richtig so. Ich kann dafür sorgen, dass du hier nichts mehr verdienen wirst, also beantworte mir doch einfach meine Frage. Und daraufhin habe ich dann auch nichts mehr von ihm gehört. Fairerweise muss ich sagen, wenn ich diesen Satz hier zweimal lese, wirkt es ein bisschen, als hätte ich ihm irgendwie die Wahl gelassen, doch weiter scammen zu dürfen, was selbstverständlich nicht der Fall gewesen ist. Ich hätte dieses Video hier so oder so gemacht und ich finde das so oder so wahnsinnig bescheuert, dass der hier irgendwie mit meinem Profilbild rumhausieren geht und so einen Blödsinn macht. Mir hat am selben Nachmittag ein Zuschauer über Instagram berichtet, dass der Scammer sogar 70 Euro von ihm ablunzen wollte, er dann angeboten hat, es über PayPal einzuziehen, was glücklicherweise nicht geklappt hat, weil PayPal die Adresse des Scammers gar nicht im System hatte. Was ein Profi, ey. Also, das sind wirklich Leute, die sind einfach zu dumm zum Scam, aber cool, er hat darüber die Mailadresse, wie nice. Oh Gott, er ruft ihn wirklich an. Geh doch ran. Mein größtes Problem hier ist YouTube selbst. Ich habe hier keine Möglichkeit, diesen Typen dauerhaft zu bannen. Es gibt zwar einen Button, der mir erlaubt, all seine Kommentare dauerhaft auszublenden, aber es funktioniert nicht. In Zeiten von AI in jeder Kloschüssel, aka LinkedIn-Posts und OMR-Gedöns, gibt es für YouTube-Kommentare kein intelligentes... Ja, das ist ein riesiges Problem, das sich wahrscheinlich auch nicht so einfach lösen lässt. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Du kannst nicht eine KI ausbilden, zu erkennen, ob Kommentare von einer KI generierte Spam-Kommentare sind. Ah, das ist kompliziert, Leute. Filtersystem, um jemanden aus dem Verkehr zu fischen, der 200 Mal dieselbe Scheiße kommentiert. Und glaub mir, ich habe den Typen oft genug gemeldet und trotzdem bläht er mir ohne Ende die Kommentare voll. Und wenn nun mal alles nichts bringt, dann bleibt halt nur noch Aufklärung übrig. Wenn YouTube so eine Leute nicht blockt, und glaub mir, ich bin nicht der Einzige mit so einem Problem, werde ich jetzt einfach in jedem meiner Videos einen Banner laufen lassen, der darauf hinweist, bitte in den Kommentaren bei keinen Geschenkaktionen mitzumachen. Wenn ich ein Gewinnspiel machen sollte, dann mache ich da ein Video drüber. In den Kommentaren? Niemals. Fall da bitte nicht drauf rein. Und klar könnte man meinen, dass der Scam irgendwo auch ziemlich offensichtlich ist. Aber meine Instagram-DMs belegen mir so ein bisschen das Gegenteil. Gut, dann hat er da die gleiche Erfahrung gemacht, die ich auch gemacht habe. Jeder versteht's. Und für diese Leute müssen wir so ein bisschen da sein. Indem wir diese Kommentare melden. Schaut in beide Richtungen, wenn ihr über die Straße des Internets geht. Und danke fürs Zuschauen, ihr Gurken. Habt euch lieb, euer Plankton. Das war ein starkes Video auf jeden Fall. Ich verstehe nicht ganz, warum er das jetzt hier framed als Hobbys. Oh Gott, so viele Aufrufe macht der? Was zur Hölle? Bruder, was mache ich denn falsch? Ich wollte gerade so YouTube-Tipps geben, so, ja, warum nennst du das denn Hobbys? Und mit diesem Thumbnail schreib doch sowas wie, ich habe Scammer gescammt und rufe ihn an, so dieses Ding. So, das hätte doch viel mehr Klicks gezogen. Perfekt, ich habe anscheinend nach 13 Jahren hauptberuflich, nee, ich mache es nicht 13 Jahre hauptberuflich, aber nach 13 Jahren YouTube allein mit meinem Hauptkanal, ich hab anscheinend gar keine Ahnung von YouTube. Das war ein krasses Video auf jeden Fall und ich hoffe, dass darauf zu reagieren und dem Ganzen noch mal ganz kleinen Furz mehr Reichweite zu geben, dass es auch meine Zuschauer jetzt wirklich verstanden haben und dass es bei allen ankommt. Also, wenn irgendein Profil euch schreibt, ey, du hast bei einem Gewinnspiel gewonnen und dieses Profil ist nicht das originale Profil von dem Creator, dann ist das Scam, Punkt. Ich würde sowieso, genau wie Plankton es auch gesagt hat, niemals ein Gewinnspiel darüber ablaufen lassen, dass ich einfach jemanden in die Kommentare schreibe, hey, ich habe gerade mir ausgedacht, ein Gewinnspiel zu machen, du hast gewonnen, so was gar nicht im Video erwähnt wurde oder sowas. Erstens, sowas würde sowieso nie passieren und zweitens, dann würde das von meinem originalen Account kommen mit dem Verifizierungshaken von YouTube dahinter. Ob das ein echter verifizierter Account ist oder ein Fake verifizierter
komplizierter. Es gibt ja diese Leute, die dann so ein Haken-Emote oder Haken-Emoji oder sowas noch mit hinter den Namen schreiben, um da wirklich sicher zu gehen, einfach mit der Maus kurz drüber hovern, ne? Weil dieser Verifizierungshaken gehört nicht zum Namen dazu, sondern ist einzeln nochmal und dann steht da bestätigt. Ja, das gilt für meinen Kanal natürlich genauso. Wenn ihr auf Matthias Berger geht und ihr hovert hier über den Namen drüber und hier rechts über den Haken, dann steht da bestätigt. Ja, dann wisst ihr, das ist das Originalprofil. Und wenn ihr allgemein das Thema Scam interessant findet, dann schaut einfach mal in das letzte Video, denn da hat der Matti auf Kaiser reagiert, der über TikTok-Scams berichtet hat.